Emir, du bist vor 1,5 Monaten jetzt mittlerweile, 20., 21. August, irgendwas in der Dreh warst, in Potsdam angekommen. Bist du in Potsdam angekommen? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Es war jetzt auch nicht so schwer. Es sind sehr viele unfassbar nette Menschen, auch von der Geschäftsstelle angefangen, aber über eine tolle Mannschaft, die wirklich sehr, sehr pflegeleicht ist und die mir das Einleben hier in Potsdam extrem leicht gemacht haben. Ich kann sagen, dass ich auf jeden Fall angekommen bin, dass ich mich sehr wohl fühle und dass es extrem viel Spaß macht, mit den Jungs zu arbeiten. Für die ein, zwei Menschen, die dich noch nicht kennen, wer ist Emir Kurtagic? Wo kommt er wirklich her? Was sind seine Stationen gewesen im Leben? Wie ist er hier angekommen? Ja, Emir Kurtagic, ich bin 44 Jahre alt, geboren in ehemaligen Jugoslawien, Bosnien-Herzegowina. Bin mit 9 Jahren aus Bosnien weg. Damals war mein Papa Trainer in Katar. Und wir sind 89, 90 rübergegangen und seitdem bin ich unterwegs. Also auch seit der Zeit bin ich halt auch dem Handball sehr eng verbunden. Und ja, dann sind wir 1995 nach Deutschland gekommen, habe mein Abitur hier gemacht, habe angefangen zu studieren, habe parallel Handball gespielt und bin über die Station VfL Gummersbach als Trainer jetzt. Ich habe mit Jugendmannschaften in Gummersbach gearbeitet, über 4, 5 Jahre, dann als Co-Trainer bei der ersten Mannschaft, über die Station Cheftrainer in Gummersbach, dann zum TV Hüttenberg gewechselt, von dort nach Lübeck, von dort zum DHB und jetzt hier, um das einfach mal ein bisschen abzukürzen. War ein schneller Ritt, ja. Genau. Handball ist es geworden. Warum? Ich meine, wie gesagt, Volleyball ist auch ein schöner Sport, wie man hier Ja. sieht. Ja, es könnte Fußball sein. Warum Handball? Weiß ich wirklich nicht. Tatsächlich denke ich, dass wir einfach, weil mein Vater war selber auch Spieler, Nationalspieler, dann Trainer. Ich glaube, dass wir natürlich auch einfach durch dieses Großwerden mit der Sportart, immer Trainingseinheiten, Spiele besucht. Ich glaube, dass das so ein bisschen die engste Verbindung dann war. Tatsächlich ist aber Handball einfach auch eine super, super interessante und sehr, sehr gute und zum Zuschauen auf jeden Fall auch sehr angenehme Sportart, wo man einfach dann hängen geblieben ist. Ich glaube, dass das vielleicht auch ein bisschen was. Ich würde nicht sagen, dass mir das in die Wiege gelegt worden ist, aber ich glaube, dass wir halt einfach da so aufgewachsen sind mit diesem Thema Handball, war präsent und dann entwickelt sich das. Und ich bereue es auf keinen Fall, dass es keine andere Sportart war, sondern dass es genau Handball geworden ist. Ist ja eigentlich schade, mit 44 hast du ja eigentlich bewusst die Olympischen Spiele in Sarajevo verpasst, oder? Nee, ich war schon auf der Welt. Ja, klar, aber du warst noch sehr klein. Genau, da Ja? war ich 4, ja. Genau. Das habe ich so. Im Nachhinein hat man noch ein paar Erinnerungen, weil ich glaube, wir haben damals diese Fücheltiere, was man als Maskottchen hat, Wutschko. Wutschko, genau, den haben wir zu Hause gehabt. Aber ich glaube, zu der Zeit, wo ich tatsächlich noch in Jugoslawien oder in Bosnien gelebt habe, habe ich wahrscheinlich nicht dieses Verständnis wie jetzt, welche Bedeutung das hat. Also Klar. da gebe ich recht, ich war ein bisschen zu jung. Aber ich kann mich schon an diese. Großes Ereignis war es auf jeden Fall, weil alle darüber immer gesprochen haben. Hat das Land absolut in den Fokus gerückt, in den Definitiv. Sportfokus. Also Definitiv. das war sehr beeindruckend. Ich kann mich dann nur an Skispringen Jens Weißflog gegen Martin Nikkinen erinnern. Ja. Aber zurück zum Handball. Warum hast du nach dem Spielersein dich entschieden, Trainer zu werden und nicht was anderes, nicht Manager, nicht was auch immer? Ja? Schwer. Ich habe letztens, also jetzt auch vor kurzem bei meinem Umzug, habe ich mein Abi-Heft gefunden und bin dann da durchgeblättert. Und da tatsächlich stand sogar in diesem Abi-Buch oder unserem Abi-Zeitung, ne, stand, dass ich gerne als Beruf Handballtrainer sein möchte. Und ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich das sogar da rein oder wer auch immer das geschrieben hat, vielleicht habe ich es gar nicht gesagt, aber auf jeden Fall. Denke ich einfach aufgrund meiner sportlichen Laufbahn, dass ich die relativ früh aufgrund von unterschiedlichen Verletzungen einfach beendet habe, wollte ich auf jeden Fall im Sport weiter tätig sein. Und wie gesagt, also ich weiß nicht, ob das jetzt so einfach
geerbt worden ist, aber es hat sich angeboten. Ich habe sehr früh dann wirklich auch angefangen mit Kindern tatsächlich, mit den Minis, mit der E-Jugend, mit der B-Jugend, mit der C-Jugend zu arbeiten und das hat sich dann halt einfach entwickelt und ja, warum, da kann ich dir jetzt wirklich keine Antwort darauf geben. Nun hast du die Verletzungen erwähnt. Ich gehe mal auf ein ganz aktuelles Bild nochmal ein. Das war letzten Freitag, es war 14 Minuten vor Ende. Ich habe nach rechts geschaut und du standst an der Seitenlinie. Du hast also Verletzungen zwar körperlich, aber was da dein Puls gemacht haben muss, das war ja unglaublich. Du hast so gezittert. Du hast im Stehen so gezittert und hast dieses Spiel verfolgt. Ja. Ich dachte, hoffentlich kriegt er jetzt nicht gleich einen Herzinfarkt. Nein, so weit ist es nicht. Nein, also ist mir wirklich auch nicht bewusst, also dass ich mitfiebere, dass ich mitmache, dass ich also volle Anspannung jede Aktion miterlebe. Das ist normal, glaube ich, ne? weil man arbeitet mit den Jungs, man fühlt mit den Jungs, man sieht oder man weiß, was sie können, was sie könnten. Und es kann sein, dass das eher diese Art von Anspannung, dass ich gerne sie jetzt noch mal ein bisschen schubsen wollen würde oder noch mal unterstützen könnte. Aber also eigentlich bin ich relativ entspannt. Ich muss zugeben, das war in diesen letzten paar Minuten gegen Hamburg, war dann schon so ein gewisser Druck dann auch zu spüren, weil wir waren ja nah dran und ein Ball könnte alles entscheiden. Aber so an sich bin ich eigentlich eher ein ruhiger und lockerer Typ, der damit aufgewachsen ist und das gar nicht mehr so wahrnimmt. Es sah von außen so aus, deswegen ich hatte so ein bisschen Sorge um dich. Ja, muss man sich mal vielleicht mal anschauen, aber ganz ehrlich, war alles in Ordnung. Alles sehr im gut. Grünen Bereich. Als Trainer, wie würdest du deine Philosophie beschreiben? Was macht Emir Kurtagic aus? Das ist schwer zu sagen. Man hat einfach Ideen und Vorstellungen. Ich glaube, dass selbst wenn ich jetzt auf die letzten 14, 15, 16 Jahre zurückblicke, glaube ich, dass ich mich auch extrem entwickelt habe oder bin einfach reifer geworden. Ich glaube, dass viele Situationen und vielleicht auch Denkmuster einfach mit der Zeit sich auch verändern. Aber so vielleicht, wenn ich mir jetzt, also es ist mir immer schwer, jetzt über mich zu reden, einfach, aber ich glaube, dass ich sehr detailverliebt bin. Ich glaube, dass ich einfach über tägliche Arbeit mit den Jungs, über die Trainingsinhalte versuche, einfach meine Jungs bestmöglich auf die Aufgaben vorzubereiten, aber nicht nur in Bezug auf ein Spiel, sondern tatsächlich auch sie auch so zu unterstützen und zu helfen, dass sie gefühlt jeden Tag ein wenig besser aus der Halle rausgehen. Und das ist so mein Wunsch. Natürlich wir sind Sportler, wir wollen Spiele gewinnen, wir wollen Erfolg haben, aber ich habe auch das Verlangen einfach, dass meine Spieler und die Athleten an sich neben diesem mannschaftlichen Thema und Erfolg einfach selber Schritte nach vorne machen und eine gewisse Entwicklung nehmen, weil dann ist auch sichergestellt, dass man auch erfolgreich als Mannschaft sein wird. Je besser die Entwicklung sein oder je besser die individuelle Entwicklung der Spieler ist, desto höher ist auch unsere Wahrscheinlichkeit, Erfolg zu haben, auf welchem Niveau auch immer dann. Nun ist das ja quasi eine Kurve oder ein Graph, der nach oben geht. Dazu braucht es eine konstante Basis. Wie kriegst du Konstanz in die Mannschaft? Über Training. Es ist Training, es ist täglich einfach sich zu erinnern, einfach was man machen muss. Man muss einfach über die tägliche Routine eine gewisse Konstanz, eine gewisse Ruhe, eine gewisse Konstanz in das bringen. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel. Also es ist, glaube ich, nicht nur im Handball der Schlüssel, sondern es ist der Schlüssel im Leben. Also immer Wiederholung. Sich ehrlich zu sein, immer von sich alles zu geben und dann, glaube ich, kommt mit dieser Arbeit auch eine gewisse Kontinuität und gewisse Ruhe, gewisse Souveränität in das, was man macht auf täglicher Basis und ich glaube, das ist meine Denkweise und meine Herangehensweise und meine Philosophie über Fleiß, über Kontinuität, kontinuierliche Wiederholungszahlen dahin zu kommen, dass man ein gewisses Niveau erreicht.
Kann es sein, dass sich das in den letzten Jahren so ein bisschen verändert hat in der deutschen Handballtrainerlandschaft, dass die Trainer jünger geworden sind? Du bist auch ein junger Trainer. Die Mannschaft ist sehr jung, klar, aber die können ja total was mit dir anfangen. Du bist jetzt nicht so ewig weit altersmäßig von denen weg, oder ist der Gap schon groß oder ist der gleich geblieben? Ja gut, wenn ich jetzt sehe, dass ich wirklich viele Jungs, die in 2000er geboren sind, dann denke ich schon, dass wir noch altersbedingt da ein wenig auseinander liegen. Aber da hast du recht, die Trainerlandschaft wird jünger, aber es ist wie überall. Ja? Also eine neue Generation kommt, wächst rein, bekommt größere Verantwortung, und ich glaube, dass wir genau jetzt in der Phase sind, wo eine neue Trainergeneration auch in Deutschland zusammengekommen ist, und in 20 Jahren werden wir dann ersetzt, da kommen die neuen, jüngeren, und dann wird wahrscheinlich die gleiche Frage wiederkommen. Kann gut sein. Ja. Wir machen mal jetzt so die Kiste auf, die Geheimniskiste von dir. Mal sehen, wie weit du sie öffnen kannst oder möchtest. Wie und woran entscheidest du, wie die Taktik für den Gegner ist? Ah, das ist unterschiedlich. Ich denke, man muss einfach oft, beschäftigt man sich natürlich extrem mit dem Gegner. Man schaut sich die Videos an, man schaut, wo sie ihre Stärken haben, wo sie eventuell ihre Schwächen haben. Darauf gleicht man das ein wenig auf die eigene Mannschaft ab, an, wo könnten wir eventuell Vorteile oder wo könnten die Nachteile sein. Und das ist dann so ein Puzzleteil, aber auch da bin ich wirklich der Auffassung, dass bei aller Taktik, bei allem Videostudium und so weiter und so fort, immer der Fokus vermehrt auf meine eigene Truppe gelegt ist. Und ich versuche einfach aus den Fähigkeiten und Qualitäten, die meine Jungs haben, das beste Paket oder beste Matchplan zu entwickeln, dass meine Spieler eben bestmögliche Leistungen in einem Spiel abrufen. Aber wirklich auch sehr oft unterschiedlich, wo es keinen klaren 0815 Ablauf gibt, sondern sehr spontan, und viele Themen beeinflussen einfach diese Frage. Gibt es eine individuelle Entwicklung, die du jetzt schon siehst bei Spielern innerhalb der kurzen Zeit? Das ist schwer zu beantworten. Ich finde schon, dass wäre schlimm, wenn wir nicht nach 4 Wochen intensiver Arbeit nicht Fortschritte machen würden. Ich glaube aber, dass wir immer noch in einer Findungsphase sind, sowohl die Mannschaft, mich, kennenlernen muss und spüren muss, wie ich ticke, worauf ich Wert lege. Ist das bei mir aber auch so, dass ich extrem viel von diesem Verhältnis zu meinen Spielern auch abhängig bin. Ich muss wissen, wie sie ticken, wie es denen geht, was vielleicht sie auch bedrückt, wo die Probleme auch liegen. Und dafür muss man halt auch ein paar Monate länger miteinander gearbeitet haben. Aber grundsätzlich ist das was passiert auf dem Feld, und danach entscheide ich. Nun ist das Handballspiel ja was ganz anderes als das Fußballspiel. Die Typen, die da auf dem Feld sind, sind ganz, ganz anders. Ich kann das aus jahrelanger Fanschaft für Fußball wirklich mittlerweile nicht mehr sehen, dass Menschen sich einfach auf den Rasen schmeißen, irgendeinen Mist simulieren, und dann wird das Riesengeraune und die Riesenkartenflut. Das findet ja hier alles nicht statt. Ist ja eine ganz andere Sorte Mensch, die da auf dem Platz steht. Was würdest du sagen, was unterscheidet die? Fußballer zu Handballer? Ja. Ich glaube, dass es einige Faktoren sind. Ich glaube aber, dass wir ich kann jetzt nicht über Fußballer reden. Also das sind auch tolle Sportler, die einfach extrem viel investieren. Und ich glaube, wir sind auf eine andere Art tolle Sportler, die auch sehr viel investieren. Von daher ist das immer schwierig mit den Vergleichen, und ich mag diese Vergleiche nicht. Ich glaube, dass jede Sportart eigen ist. Ich glaube, dass jede Sportart positive und negative Aspekte hat. Und deswegen bin ich eher der Freund von dem, was unsere Jungs ausmacht. Und ich finde, dass sie einfach eine unfassbare Zielstrebigkeit besitzen. Ich finde, dass sie sehr, sehr zäh sehen, dass sie wirklich auch sehr großen körperlichen Belastungen ausgesetzt werden, und dass sie das über diese Dauer in der Form auch
machen, ist schon beeindruckend. So, und ich glaube, dass wir wirklich eine sehr ehrliche Sportart sind und vor allem auch sehr faire Sportart, trotz dieser Härte, die diese Sportart mit sich mitbringt. Es ist ja eine Vollkontaktsportart. Klar, gibt es auch Zusammenstöße und es gibt auch unglückliche Situationen, es gibt auch Treffer, die vielleicht auch Richtung Kopf gehen, es gibt auch schwerere Verletzungen, gar keine Frage. Aber ich finde, dass es trotzdem ein Miteinander ist, dass man selbst bei einer missglückten Aktion, dass wahrscheinlich der Erste, der zu Hilfe kommt, ist der Spieler, der einen gefault hat und sich nach einem erkundigt. Und ich finde, das macht wirklich Handball aus und macht auch den Charme unserer Sportart, finde ich. Bringt uns ganz glatt zur aktuellen Situation. 3 Spieltage sind gespielt. Ja. Es entwickelt sich was. Es ist also von Spiel zu Spiel sehe ich andere Sachen, die vielleicht vorher nicht so da waren. Möglicherweise ist jetzt, wie gesagt, sehr subjektiv. Wo steht der VfL jetzt? Ja, wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg. Auch zugleich muss ich sagen, einfach klar, wenn man die ersten beiden Heimspiele betrachtet, wo meiner Meinung nach auf jeden Fall auch was drin war mitzunehmen, finde ich, ist es schade, dass wir noch keinen Punkt haben. Ich finde, dass diese Jungs oder dass unsere Mannschaft in den ersten 3 Spielen gezeigt hat, dass sie wirklich mehr als konkurrenzfähig ist. Wir haben über Phasen sehr, sehr guten Handball gespielt. Aber wir haben auch in den ersten 3 Spielen gezeigt, dass wir noch zu viele Oszillationen in unserem Spiel haben, dass wir in gewissen Phasen auch ein wenig die Nerven verlieren, auch ein paar technische Fehler oder Fehler allgemein machen, die man jetzt nicht nur als, macht ja keiner einen Fehler einfach, weil er jetzt einen Fehler machen will, sondern es ist ja auch ein Prozess des Reifens und auch ein Prozess, dass wir natürlich in der stärksten Liga der Welt sind, wo halt eben diese Fehler noch deutlich sichtbarer werden, weil sie sofort bestraft werden. Und ich glaube, dass das Gute an den ersten 3 Spielen oder war oder ist einfach, dass die Jungs ein gewisses Gefühl bekommen haben, dass sie reflektiert haben, dass sie auch, aber auch gemerkt haben, dass wir gar nicht so weit weg sind. Nun trotzdem, dass wir nicht weit weg sind, ist nicht, dass wir Spiele gewinnen, sondern wir müssen jetzt halt einfach in den nächsten Wochen weiter an uns arbeiten. Wir müssen die nächsten Schritte in unserer Entwicklung gehen und wenn sich dann diese Situationen ergeben, dass man ein Spiel gewinnen kann und das Spiel sich so entwickelt, dann müssen wir halt auch zusehen, dass wir das auch wirklich tun, weil zu viele Chancen dürfen wir halt nicht liegen lassen. Also ich finde, dass wir auf einem guten Weg sind, ganz klar. Ich finde auch, dass die Jungs einen guten Eindruck bis jetzt gemacht haben, aber zeitgleich sind natürlich auch noch ein paar Schritte zu gehen. Ganz klar, ich würde dein Gefühl jetzt nochmal fragen wollen, als ehemaliger Spieler und als Trainer, wenn es denn heißt, okay, wir spielen jetzt gegen Bietigheim, dann spielen wir auswärts in Melsungen, dann kommt Hamburg hierher und dann kommt auf einmal Flensburg, dann kommt Kiel, dann kommt Leipzig, dann kommen die Füchse. Da macht man schon mal dicke Backen, oder? Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, ich finde, dass man sich über jedes Spiel in der Bundesliga einfach freuen muss. Also die Jungs haben jetzt auch die letzten 2 Jahre extrem dafür gearbeitet, um da zu sein, um sich eben mit den besten Spielern und besten Mannschaften der Welt zu messen. Und ich finde, klar kann man sich jetzt Gedanken machen, aber umso wichtiger ist halt einfach eine gewisse Vorfreude auf diese Spiele zu entwickeln. Natürlich hat man Respekt, natürlich ist das schwer. Aber es ist nicht nur für uns schwer, sondern es ist für jede Bundesliga-Mannschaft schwer, gegen Flensburg, gegen Füchse oder gegen Kiel zu spielen. Selbst wenn sie gegeneinander spielen, ist das auch schwer für sie. Natürlich, ja. So, von daher glaube ich, dass wir einfach uns gar nicht so sehr damit beschäftigen müssen, mit gegen wen wir spielen, sondern wir wollen. Und das ist auch das, was wir als Mannschaft auch intern besprochen haben. Das ist auch das, was die Mannschaft für sich auch besprochen hat. Wir wollen halt mit jedem Tag
einfach besser werden. Wir wollen jeden Tag in dieser Liga einfach genießen. Wir wollen auch jeden Tag beweisen, dass wir zu Recht da sind. Also die Mannschaft hat sich halt eben dieses Ticket in die stärkste Liga der Welt erarbeitet. Und es wäre jetzt blöd, wenn wir jetzt anfangen zu denken, oh, naja, ist schwer, sondern nein, also die haben diese Möglichkeit, die sollen einfach mit maximaler Freude, mit maximalem Spaß das wirklich auch genießen und vor allem aber auch an eigene Chancen glauben. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Ich glaube, dass es wichtig war, in diesen drei Spielen zu merken, dass was geht. Und dass wir gar nicht so weit weg sind. Natürlich sind noch ein paar Schritte zu gehen, aber ich glaube, dass aus unserer Situation eher die Vorfreude auf diese Duelle da sein muss, als irgendwelche anderen Gedanken. Wenn du jetzt die zweite Liga und die erste Liga miteinander vergleichst, was ist der massivste Unterschied? Jannik hat gesagt, das sind die Spielertypen. Was wäre es bei dir? Ich glaube schon, dass wir nochmal eine individuelle Qualität, die ist schon deutlich größer. Das sind schon nochmal Spieler, die unter höheren Bedrängnissen bessere Entscheidungen treffen können. Und ich finde auch, dass andersrum die zweite Liga eher ein Teamspiel noch mehr pflegt, als das der Fall in der ersten Bundesliga ist. Da entscheidend viel mehr individuelle Qualitäten einzelner Akteure. Und das ist, glaube ich, aus meiner Sicht, das ist der größte Unterschied zwischen der ersten und zweiten Liga. Warum bist du in diese Liga zurückgekommen eigentlich? Beim DHB ist es doch auch schön, oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Es war wirklich sehr schön. Ich hatte zwei tolle Jahre, aber um ehrlich zu sein, und das habe ich auch so kommuniziert, überall, wo mich jemand danach gefragt hat, es ist einfach dieses tägliche in der Halle, tägliche Arbeit mit den Jungs, die einfach, wie vorhin auch gesagt, die einfach sehr ehrlich, sehr wissbegierig sind und einfach jeden Tag wirklich an ihre Grenzen gehen. Das macht mir extrem viel Spaß, mit denen jeden Tag auch in der Halle zu stehen und sie zu begleiten und zu unterstützen, was in Form eines Nationaltrainers halt für eben die Abstände zu groß nicht der Fall ist, sondern wir haben gewisse Phasen, wo man dann 7 Tage, 12 Tage, 14 Tage gemeinsam unterwegs ist, aber das dann auf ein Jahr betrachtet, ist die Belastung der Zeit, die ich in der Halle verbringe, wahrscheinlich jetzt den ersten drei Wochen in Potsdam gleichzusetzen. Wenn du so über die Spieler redest, merkt man ja sofort deine Emotion, dass ihr schon ein Team seid. Wie sehr ist dann so eine Überschrift, wie, wann habe ich das gelesen, letzte Woche, der HSV fertigt die Handballkinder aus Potsdam ab. Das ist dann schon irgendwie, hat das ein Geschmäckle für dich oder ist das egal? Wenn ich ehrlich bin, habe ich es nie gelesen. Hm. Ich weiß nicht. Das war der Weltkindertag, war der Aufhänger. Okay. Und dann, das war an dem Tag Weltkindertag und dann musste man so eine... Also gut, die haben uns nicht gefertigt oder abgefertigt, sondern wir haben realistische Chancen. Ich glaube, 4 Minuten vor Schluss haben wir Ball für unentschieden, also ist das noch weit weg, dass sie uns dominiert haben. Es gab eine Phase, wo es danach ausgesehen hat, aber ganz ehrlich, das... Ich meine eher diese Begrifflichkeit Handballkinder. Es ist ja so, es macht sich so, ist so eine Erhabenheit von oben, oder? Man kann so und so sehen. Und ich finde das super sympathisch, dass Kinder dann in der Bundesliga auflaufen. Ist schon dann auch eine Leistung dieser Kinder, gut zu schreiben. Also nee, Spaß beiseite. Also wirklich, mich interessiert es nicht. Das Einzige, was mich interessiert, ist, dass ich sehe, dass diese Jungs, die hier sind, mit unfassbarer Leidenschaft jeden Tag in jede Einheit gehen und dass sie ihre Entwicklung gehen werden. Und dann hoffe ich, dass wir vielleicht nach Meinung der Kollegen oder wer auch immer das geschrieben hat, einfach, dass diese Kinder einfach zu erwachsenen Männern werden und Punkte in der ersten Liga dann sammeln und nicht nur mitmachen. Wenn wir kurz persönlich, Potsdam, wohnst du jetzt in Potsdam direkt oder bist du irgendwo anders hingezogen? Machst du Wege lange? Nein, es sind keine langen Wege. Also ich wohne nicht in Potsdam direkt, sondern es geht, das ist auch ein bisschen mit der Beschäftigung meiner Frau verbunden, so wo wir gesagt haben, wir wollen ein bisschen Wege sparen, dass wir beide ein bisschen weniger fahren müssen. Aber ja, wir sind hier in der Umgebung,
Ich habe immer ein paar halbe Stunden ungefähr zu fahren. Also alles im grünen Bereich. Was hat deine Frau gesagt, als es hieß, nicht mehr DHB, sondern Potsdam? Wir ziehen um. Ich meine, du bist ja nun, hast ein paar Stationen durch. Es wurde also oft umgezogen. Genau. Ist das also schon geübt? Ja, geübt ist schon. Ja, also, aber es war auch ehrlich von Anfang an. So, darauf ist unsere Beziehung bzw. unsere Ehe aufgebaut worden, dass wir wissen, was mein Job ist. Das weiß sie auch von Anfang an. Und sie ist halt einfach eine tolle Frau, die eben auch die Entscheidung für sie getroffen hat, dass das für sie in Ordnung ist. Und wir ziehen das gemeinsam durch. Ja, das einzige Negative ist, dass sie halt ein bisschen weiter weg von ihren Eltern oder von ihrer Mutter jetzt weg ist. Aber ansonsten sind wir schon ein Team und machen alles gemeinsam und entscheiden vieles halt auch gemeinsam. Was macht das Team, wenn es mal nicht in der Halle steht oder arbeiten ist? Ja, das ist schwierig. Also ich bin ganz ehrlich, heute Abend freuen wir uns. Wir wollten heute Abend auf jeden Fall mal gemeinsam was essen gehen und ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Aber in der Regel sind wir schon eher ein Team, der zu Hause gerne auch Zeit miteinander verbringt, die auch mal einfach mal Karten oder etwas spielt und einfach die Zeit genießt, die einem zur Verfügung steht. Ja. Ich habe vorhin Jannik auch gefragt, wie das denn ist, dass man als Handballer ja wahnsinnig viel Energie verbraucht. Ja, auf der Platte, also dieses Hin und Her, es sind zwar nicht diese 12 Kilometer vom Fußball, aber 6-7 Kilometer sind es ja auch, die man läuft, das ist ja viel kleiner, der Raum. Der Körper verbrennt wie verrückt und man muss ja eigentlich super genau essen und trinken, also sich ernähren, sich fit halten, um das überhaupt auszuhalten. Jannik sagte, er würde das immer mit leerem Magen am liebsten spielen, weil er da den härtesten Fokus hat. Ist das auch ein Thema als Trainer zur Mannschaft? Ja, meine Pizza, Pasta und so weiter liegt ja immer da. Ob ich das vorgebe, ja. Ja, es ist natürlich ein Thema. Ernährung ist für Spitzensportler natürlich ein Thema. Grundsätzlich finde ich aber, dafür haben wir auch Experten. Und ich bin wirklich nicht der Experte, was Ernährung angeht. Ich bin nur glücklich, dass ich kein Spieler bin und dass ich mir vielleicht auch mal eine Pizza oder einen Burger eher gönnen kann als meine Spieler. Aber nein, also ich finde schon, dass auch das ein Aspekt ist. Der Sport oder auch Handball an sich ist so professionell geworden. Es entwickelt sich rapide und das Thema Ernährung, das Thema Regeneration, Thema alles auch außerhalb des Feldes, was früher gar nicht ein Thema war. Mittlerweile ist es ein Thema und ich glaube aber, dass auch da dieses Mindset und die Art und Weise, wie die Athleten heute nicht nur denken, sondern auch herangeführt werden oder erzogen werden, zielt da in diese Richtung, dass sie wirklich versuchen, auch in jedem möglichen Bereich zu profitieren oder ein wenig besser zu werden. Und Thema Ernährung, für mich, ich muss sagen, das ist vielleicht eher was mit dann nicht Nervosität im Sinne, dass ich jetzt, keine Ahnung, nervös und meine Fingernägel kaue. Aber ich glaube, das ist eine gewisse Anspannung, die einem halt einfach das Essen vielleicht nicht so erleichtert an einem Spieltag. So, deswegen bin ich auch eher jemand, der vielleicht einen Kaffee und ein bisschen was, also ganz, ganz wenig isst und dann nach dem Spiel halt eben dann eine Mahlzeit zu sich nimmt. Nun bist du als Trainer ja wahrscheinlich nicht permanent mit am Hoch- und Runterrennen, sondern eher an der Seite das Ganze dirigieren, nenne ich es jetzt mal. Was machst du? Du bist ja super athletisch. Was machst du sportlich? Vielen Dank, aber ich bin alles andere als athletisch. Ich habe schon lange nichts mehr gemacht. Nee, ganz ehrlich, ich mache ganz wenig oder gar nichts. Es gibt immer Phasen, wo ich ein bisschen dann, wenn ich merke, oh, der Rücken fängt an, ein bisschen mehr weh zu tun oder so, oder man merkt halt auch eine gewisse Müdigkeit natürlich im Laufe einer Saison, dann gehe ich schon gerne ein wenig für mich laufen, um einfach mal ein bisschen abzuschalten. Es gab Phasen, wo ich gerne auf den Golfplatz gegangen bin. Es gab Phasen, wo ich einfach mal auch spazieren gehe, aber so in der Phase, seitdem ich jetzt in Potsdam bin, bin ich wirklich nur in der Phase, okay, ich möchte gerne auf dem Sofa und ich möchte ein wenig schlafen. Und das ist wirklich ehrlich gemeint, aber ich freue mich jetzt noch, ich denke mal noch 2-3 Wochen, dann bin ich voll in dem Rhythmus der Bundesliga drin und dann wird es sehr wahrscheinlich kurzer
Jogging, kurze Jogging oder eine Strecke von 20, 30 Minuten, so dass man ein bisschen schwitzt, dass man sich danach abduscht und einfach ein gutes Gefühl entwickelt. Aber was Spezielles mache ich nicht. Vorletzte Frage, ich bin jetzt mal ein bisschen gemein. Die drei schönsten Wahrzeichen Potsdams sind? Hast du schon Zeit dafür gehabt? Nein, wirklich nicht. Also, und ich bin ehrlich, also das ist Schande, ja, für mich, dass ich mich noch nicht damit beschäftigt habe, aber ich war noch nicht mal in der Stadt. Ich war noch nicht, deswegen seid mir bitte nicht böse, aber ich verspreche, bis Ende dieses Jahres werde ich diese Frage dir beantworten. Das reicht mir auch vollkommen aber, zu. Aber voll schön, schön ist es auf jeden Fall. Viele Seen, viel Wasser, so eine sehr, sehr schöne Stadt, muss ich schon sagen. Ich würde alle diese Gespräche immer gerne mit der gleichen Frage beenden und das ist die Frage nach der Zukunft. Wo steht dieser Verein in 5 Jahren und wo bist du in 5 Jahren? Wo bin ich in 5 Jahren? Oh, das ist schwer. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Das ist wirklich schwierig zu beantworten, aber ich hoffe einfach, dass der Verein ähnlich wie in den letzten 4, 5 Jahren den Weg und eine klare Idee, klare Philosophie entwickelt hat. Ich hoffe, dass wir dann in den nächsten 5 Jahren einen ähnlichen Weg gehen werden, eine ähnliche Philosophie und diesen Weg einfach verfolgen. Und wenn ich ein Teil davon bin und meine Expertise oder einfach meine Qualität da reinbringen kann, um ein wenig diese Struktur besser zu machen, dann wäre ich sehr, sehr zufrieden. Danke. Bitte.